Yo, liebe Pokémon-Freunde, willkommen zurück bei Pokémon X. Im letzten Part haben wir natürlich den ersten Arena-Orden bekommen. Das war hier in der Arena. Da haben wir die gute Viola besiegt. Die hatte natürlich ein Käfer-Pokémon-Team parat und mit ihrem Geweiher, mit dem Nassmacher, da hätte sie uns fast rangekriegt, würde ich fast sagen. Aber es ist noch ganz gut gelaufen und wir haben den ersten Arena-Orden natürlich bekommen. So, wir haben hier das Item Schutz, das ist wirklich ein sehr, sehr hilfreiches Item. Ich glaube, man kann sich hier auch irgendwo ein Flabébé fangen, richtig? Das gibt's doch hier auf dieser Route, glaube ich. Denn der Feetyp, der war natürlich auch komplett neu hier in diesem Spiel. Ich glaube, weiß ich nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber natürlich. Der Feetyp war hier komplett neu. Das war seit der zweiten Generation zum ersten Mal eine Generation, die einen neuen Typ hinzugefügt hat. Seitdem kam auch kein neuer mehr. Also der Feetyp war wirklich der letzte bisher. Also weiß ich nicht, ob da jemals wieder was Neues dazu kommen wird oder nicht. Ich suche die ganze Zeit nach versteckten Items übrigens. Aber nee, hier scheint nichts zu sein. Nur den Honig, den ich da gerade gefunden habe. Und hier haben wir noch einen Trainer. Trainer, warte, erstmal hier das Item holen. Ein Gegengift. Deswegen ja, der Feetyp, ich finde eigentlich ganz cool, um ehrlich zu sein. Hat ein bisschen das Metagame, würde ich fast sagen, ein bisschen mehr gebalanced, finde ich. Was hat der denn da in seiner Hand? Ja, na Björn. Danach kann er mich aber noch umbringen, wenn er will. Okay. Also, dem traue ich nicht. Wenn der mal einen Kampf verliert, kommt er mit seiner Kettensäge da direkt an. Und bringt einen um. Ja, ich brauche noch ein zweites Pokémon so langsam mal, ne? Ich habe dieses dreckige Hornio noch im Team. Ja, klar, aber bringt ja alles nichts. Ich soll mir auch noch mal die Stats von Rotena anschauen, jetzt wo es sich entwickelt hat. Weil bei Fünks war es so, dass Angriff und spezieller Angriff relativ nah beieinander waren. Ob sich das jetzt so krass geändert hat, weiß ich nicht, aber ich würde es ganz gerne mal wissen. Krebskost finde ich auch ein ganz gutes Pokémon. Hatte ja sogar damals Ash in seinem Team. Hat sich aber nie entwickelt. Weiß ich nicht, ob das sich über Zeit geändert hat. Aber damals hat er sich zumindest nicht entwickelt. Ich weiß auch gar nicht, warum der überhaupt seine Pokémon hier entwickelt. Du meine Güte, jetzt hast du uns gezeigt, was eine Hake ist. Ich meine, okay, bei dem Pikachu kann ich es verstehen, aber die anderen Pokémon, warum entwickeln sich einige von denen nicht? Keine Ahnung. Ich wollte gerade den EP-Teiler ausmachen. Warte mal. EP-Teiler. Den hätten wir wo? Hier. Ausschalten. So. Und ich wollte auch nochmal schauen, wie die Stats von Rotena sind. Genau. Schauen wir uns auch mal die an. So, Bericht. Und zwar, ja, also, jetzt sehen wir schon einen deutlich größeren Unterschied zwischen Angriff und Spezialangriff. Unser Wesen ist wirklich scheiße für Rotena, das kann man nicht anders sagen. Aber, naja, ich wollte jetzt auch nicht irgendwie resetten dafür, wisst ihr. So. Ich nehme das, was kommt, wisst ihr. Da fange ich mir jetzt hier nicht, also für ganz ehrlich, fürs Durchspielen der Geschichte versuche ich jetzt hier nicht mega krass irgendwie, wisst ihr, Pokémon mir zu züchten oder so quasi. Das wäre Quatsch. Und hier haben wir das Flabébé. Also, ich will auf jeden Fall ein Fee-Pokémon ins Team aufnehmen. Einfach, ich meine, es wäre Quatsch, die sechste Generation zu spielen, wo der Fee-Typ hinzugefügt wurde. Und dann nicht irgendwie ein Fee-Pokémon zu haben. Finde ich jetzt so. Das wäre komisch, oder? Ich fange mir mal das Flabébé. So, her damit. Ich werde es, glaube ich, nicht ins Team aufnehmen, oder? Ich habe das schon mal gesagt, ich mag das Pokémon eigentlich nicht so sehr. Aber vielleicht wäre gerade das ein Grund dafür, es mal zu nutzen. Einfach so zur Abwechslung irgendwie. Oder? Ach, ich weiß nicht. Ist halt auch nur so ein Monotyp-Pokémon irgendwie. Flabébé, Typ Fee. Flabébé, Typ Fee. Das passt irgendwie. Größe 0,1 Meter, Gewicht 0,1 Kilogramm. Und es entlockt Blumen ihre geheimen Kräfte und kontrolliert diese nach Belieben. Die Blume, die es trägt, ist wie ein Teil seines Körpers. Will ich das nutzen? Das Flabébé? Ja, komm, wisst ihr was? Ein bisschen Abwechslung mal. Ich habe das Pokémon noch nie genutzt. Nutzen wir das? Keine Ahnung. Dieses Flabébé nenne ich einfach mal Nintendia nach einer Abonnentin. Die meinte, sie würde gerne ein Felinara sein, weil das ihr absolutes Lieblings-Pokémon ist. Aber ich nehme Felinara halt nicht in mein Team auf. Deswegen denke ich mir halt, okay, ist auch ein Fee-Pokémon. Vielleicht passt das und du bist damit zufrieden. Wenn nicht, ist blöd. Wenn nicht, dann ist echt blöd. Moment, habe ich jetzt ein Pok... Ah, fuck. Jetzt habe ich den Namen hier groß und den Namen... Ah. Einen Namen Groß-Kleinschreibung, den anderen nur komplett groß. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen ungünstig gelaufen. Wo ist denn der Attacken, der Namenbewerter in dem Spiel? Wird mir das auf der Karte angezeigt? Ah, das ist jetzt ein bisschen dumm. Oh, nee. Habe ich gerade noch so dran gedacht. Im letzten Moment, aber... wird mir das hier angezeigt auf der Karte?
wo ich den finden würde. Nee. Hier steht das. Da steht erst dabei, wenn man. Ja, erst wenn man da war. Ja gut. Ist jetzt halt so, wie es ist. Aber ich hoffe, du freust dich über das Flabbb, wenn nicht, naja, etwas blöd gelaufen. Aber schauen wir uns doch mal einfach mal das Flabbb an, was es so kann. Plus Spezialverteidigung minus Angriff. Oh, damit hat das aber eine sehr, sehr hohe Verteidigung dann. Okay. Blütenhülle schützt Pflanzen-Pokémon vor gesenkten Statuswerten. Ja, das bringt uns jetzt nicht wirklich viel. Rankenhieb und Feenbrise. Ja gut, damit haben wir schon mal zumindest eine Pflanzenattacke im Team, ne? Und das ist natürlich Level 7. Ich bringe jetzt einfach mal das Hornio wieder in die Bank, ne? Weil ganz ehrlich, den brauche ich nicht. Den brauche ich nicht. Deswegen, Hornio, schön, dass du dabei warst, ne? Aber es ist jetzt langsamer Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Ach, wobei, weißt du, kann ich einfach im Team behalten. So ist jetzt nicht. Da kann er auch ein bisschen hier im Team bleiben, wenn er will. Ich packe vielleicht auch einfach mal den hier nach vorne, Nintendia. Dann sehen wir auch hier, was der so drauf hat. Oder sie wohl eher. So. Ja gut. Vielleicht hier noch ein paar Items finden gehen. Hier haben wir zum Beispiel noch was. Ein Supertrank, okay. Und da oben war, glaube ich, noch ein Trainer, habe ich gerade gesehen, oder? Oder nicht? Nee? Doch? Nein? Doch? Vielleicht? Nee, ist hier niemand? Ich dachte, ich hätte gerade einen Trainer gesehen. Hä? Bin ich jetzt vollkommen dumm? Trainer? Nee, hier ist niemand. Okay. Vielleicht meinte ich auch den Typ hier oben irgendwie. Keine Ahnung. Was haben wir hier? Der Perlbrunnen, wo Harmonie der Akzeptanz entspringt. Also ich finde diese ganzen Sehenswürdigkeiten in dieser Region eigentlich ganz cool. Finde ich ein bisschen blöd, dass es dann in der Galar-Region eigentlich nicht so viel davon gab, oder? Ich habe das Gefühl, ich habe hier schon mehr entdeckt als in der Galar-Region damals, was so Sehenswürdigkeiten angeht. Ich fand aber diese eine Pilzstadt da in der Galar-Region ganz cool. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Stop and Go von wegen. Mit meinen Rollerskates fahre ich nonstop Siege ein. Also diese eine Stadt, wo die... Ich glaube, es war eine Fee-Arena-Leiterin war. Diese alte Oma. Die Stadt, die fand ich ganz cool. Das war wirklich mein Highlight des Spiels fast schon, würde ich sagen. Die Stadt war echt geil. Feenbrise ist natürlich Step drauf, deswegen ist es eine bessere Attacke als Rankenhieb. Vor allem natürlich gegen ein Flug-Pokémon. Ja, genau. Oh, nee. Das Ding ist aber halt auch, ich bin kein Pflanzen-Pokémon, deswegen ist es zumindest nicht sehr effektiv, seine Flugattacke. Das macht ja gar keinen Schaden! Ey, Nintendo, du bist so eine Flasche, da muss ich direkt mal wechseln. Geht hier. Okay. Ich kann auch einfach den EP-Teiler anmachen, merke ich gerade, ne? Den EP-Teiler. War es hier so, dass die EP aufgeteilt wird oder bekommt jeder die gleiche EP? Ich weiß es nicht mehr so ganz. Also jeder die volle EP, meine ich. So, Glut. Und verbrennen wir mal diese Taube hier. Ja, am besten mache ich einfach den EP-Teiler an, bis Flabbb irgendwie auf Level 12 oder so ist und selbst kämpfen kann. Dein Team ist einsame Spitze. Euch würde ich gerne mal beim Skaten zu sehen. Okay. Ja, hier, guck, wie ich skate. Richtig geil. Bist du jetzt zufrieden? Gut. Aber dann mache ich mal... Nein, ich wollte in den Beutel. Der Beutel. So. Dann schalte ich das Ding einfach mal an, den EP-Teiler. Und schalte dann wieder aus, sobald Flabbb auf Level 12 oder so ist und dann so ein bisschen zumindest selbst kämpfen kann. Weil so wie es jetzt ist, macht es halt nicht so viel Sinn. Irgendwie. So, hallo? Wo ist jetzt die andere hin? Warte auf mich. Kämpf. Wäre es nicht toll, wenn man gleichzeitig Skaten und Pokémon-Kämpfe austragen könnte? Also so wie die Duelle in Yu-Gi-Oh! 5Ds damals. Da hatte man ja diese Bikes, auf denen man Duelle gemacht hat. Das war krass irgendwie. Viele sagen ja, der 5Ds-Anime ist der beste. Ich habe ihn aber nie so ganz geschaut. Ich habe die ersten paar Folgen geschaut. Das war halt so die Zeit so ein bisschen, wo ich so aus Yu-Gi-Oh! So ein bisschen rausgewachsen bin. Das Problem an Yu-Gi-Oh! Ist halt so ein bisschen, die Karten sind schon relativ abzocke, wisst ihr? Es ist halt relativ teuer, ich sag's so, wie es ist. Wie viel kostet nochmal ein Deck? Irgendwie 10 Euro oder so, ne? Was ja noch relativ billig ist, verglichen mit den Booster-Packs. Oder waren es 20 Euro für ein Deck? Weiß es nicht mehr so genau. Aber auf jeden Fall... Die Booster-Packs, irgendwie 5 Euro für 10 Karten oder so. Ich glaube, es waren nicht mal 10 Karten. Das ist schon ziemlich teuer. Für so ein bisschen Papier, wisst ihr? Also, das kann man kaum rechtfertigen irgendwie, den Preis. Ich mag die Pokémon nicht nur, oh nein, ich liebe sie regelrecht, oh ja. Aber gut, ist natürlich bei anderen Sammelkarten nicht wirklich anders. Pokémon-Karten sind ebenfalls ziemlich teuer. Das ist einfach so.
Macht aber natürlich nicht weniger Abzocke. Also da muss echt eine gute Marge drin stecken, hey. Einfach so Pokémon-Karten herstellen und verkaufen. Das muss sich echt lohnen. Schutzschild bei einem Burmi, hey. Na gut, na gut. So, und Glut. Och man, jetzt hör auf mit dem Schutzschild. Steck nicht mal hier fehl. Beim zweiten Mal. Komm, jetzt aber. Ja gut, jetzt aber. Und der ist tot. So, Nintendo erreicht Level 8. Ich weiß übrigens gar nicht, wie es jetzt von FlaBB und der Entwicklung eigentlich so sind, aber es scheint ein eher defensives Pokémon zu sein, von dem, was wir gerade so gesehen haben, ne? Aber keine Ahnung. Ich habe das Pokémon, wie gesagt, noch nie genutzt. Ich finde es auch nicht so geil, aber für dieses LP kann ich mal ein paar Dinge so ein bisschen verändern. Ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt gut ist. Seine Fähigkeit ist auf jeden Fall scheiße für mein Team. Das kann ich euch ja schon sagen. Also, die Fähigkeit ist komplett nutzlos für mich. Vielleicht ändert sich die Fähigkeit aber nochmal, wenn es sich entwickelt. Keine Ahnung. Werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Ah, ich habe es ja schon mal gesagt. Ich gehe jetzt nicht so danach, welche Fähigkeit es hat, welches Wesen es hat. Für so ein normales LP ist halt Quatsch irgendwie. Was verbindet dich und dein Team? Freundschaft? Liebe? Ach, ihr seid ein tolles Gespann. Weil so schwer sind jetzt Pokémon-Spiele auch nicht. Da ruhe ich jetzt nicht extra auf das Wesen und zu achten, klar. Das wäre ein bisschen Quatsch, finde ich. Ist hier noch irgendwas? Ein Item oder so? Nee? Nee? Okay, das sah so ein bisschen komisch aus irgendwie. Das sah echt so ein bisschen komisch aus. Aber ganz ehrlich, Pokémon X, wenn man das so ein bisschen upscaled, dann könnte es echt so ein Switch-Spiel sein. Das sieht wirklich nicht so stark anders aus als Pokémon Schwert und Schild in der Hinsicht, was das Grafische angeht, oder? Was meint ihr? Klar, die Auflösung ist niedriger, aber der Rest ist eigentlich relativ gleich. Daran erkennt man eigentlich ganz gut, dass ich da seitdem nicht so viel getan habe, leider. Also ist jetzt kein großer Unterschied dafür, dass das hier quasi auf einem 200p-Screen oder so war und Pokémon Schwert und Schild dann auf 1080p quasi laufen sollte. Wobei ich gar nicht weiß, ob das in 1080p läuft, ob das in 720p oder 900p. Die Switch hat ja oftmals Spiele, die nicht so ganz auf 1080p laufen. Was laber ich da? Keine Ahnung. 1920 mal 1080 meine ich halt. Da haben wir viele Spiele, die einfach in 900p laufen stattdessen. Was ja auch vollkommen okay ist, finde ich. Das Wichtigere ist halt, dass es irgendwie in 60 FPS läuft, bei vielen Spielen. Bei einigen Spielen ist es auch nicht so wichtig, um ehrlich zu sein. Man bemerkt das vor allem bei schnellen Bewegungen, bei Rennspielen zum Beispiel. Da fällt das ein bisschen mehr auf als bei langsameren RPGs zum Beispiel. So, Item hier mitnehmen. Wobei ich sagen muss, ich habe einen 100 Hertz Monitor. Was jetzt nicht mega geil ist, es gibt natürlich Leute, die haben irgendwie 144 Hertz Monitor, was, glaube ich, so ziemlich der Standard ist für so High-End-Monitore momentan. Also da kannst du auch Spiele laufen lassen, die 144 FPS haben. Aber ich sag's ganz ehrlich, ich bemerke keinen Unterschied zwischen 60 FPS und 100 FPS. Und auch nicht zwischen 60 FPS und 144 FPS dann wahrscheinlich. Ich bemerke da echt keinen Unterschied. Ich meine, wenn man es so Seite an Seite sieht, dann merke ich das schon, aber wenn ich jetzt vor mir einen Monitor halte und das läuft dann in 60 FPS, könnte ich euch nicht den Unterschied da sagen, zwischen 144 und, 60 FPS irgendwie. Falls es irgendwie Sinn für euch macht. Ja, jetzt entwickel dich mal, hier Hornio. Wir brauchen das Kokuna nicht, aber naja, kann ja nicht schaden, es zu haben, würde ich sagen. Ja, deswegen weiß ich nicht. Ich finde 60 FPS ist ganz gut, aber mehr brauche ich jetzt auch nicht irgendwie. Das macht für mich dann keinen Unterschied mehr. Aber den Unterschied zwischen 30 und 60 FPS, den merkt man oftmals schon ganz gut, finde ich. So, Härtner. Manchmal ist es dann bei mir auch so, dass wenn ich Spiele in 30 FPS sehe, das schon so ein bisschen meinen Augen wehtut. Man gewöhnt sich aber schon dran, finde ich. Es ist so ein Ungewöhnungsding irgendwie. Was bist du für einer? Keine Ahnung. Also ja, ich finde eigentlich 60 FPS ist ein guter Standard und mehr braucht es eigentlich auch nicht. Vielleicht werde ich da aber meine Meinung so ein bisschen zu ändern über die Jahre. Ich habe meine Attacken bei der Gartenarbeit perfektioniert und du kriegst sie jetzt hier zu spüren. Aber ich finde auch 4K ist irgendwie vollkommen unnütz irgendwie. Ich meine, klar, es macht einen Unterschied, aber stattdessen würde ich jetzt eher so mehr Effekte in die Spiele einbauen, anstatt jetzt darauf zu achten, dass es gut in 4K läuft oder so. Weiß ich nicht, das finde ich jetzt momentan noch ziemlich verschwendet. Vor allem ist aber jetzt auch nicht so viele Leute in 4K Fernseher oder Monitor. Selbst heute nicht, deswegen, naja.
Finde ich irgendwie ein bisschen Quatsch. Aber vielleicht so in 15 Jahren dann. Aber für die momentane Konsolengeneration finde ich es noch ein bisschen unnütz. So, jetzt weg mit dem Krebskorps da. Ach, da braucht man sich mit der Switch überhaupt keine Sorgen machen. Die kommt ja eh nicht so hoch. 900 FPS, 900... Was laber ich hier? 900p? 30 FPS ist oftmals der Standard. Deswegen, klar, ist natürlich ein bisschen nicht so ganz zeitgemäß, um es mal so zu sagen. Was ein bisschen schade ist, um ehrlich zu sein. Also ich würde mir echt schon so ein bisschen eine Switch Pro wünschen, aber... Aber ganz ehrlich, als Handheld ist die Switch vollkommen okay. Da finde ich, die ist die Leistung vollkommen okay. Aber... Ja... Gut. Mit dem Steam Deck kommt es natürlich auch nicht so ganz. Dagegen kommt es dann auch nicht so ganz an. Hier, kämpft gegen mich. Steam Deck habe ich aber nicht gekauft, weil ich sehe halt einfach keinen Grund dafür. Aber das Ding sieht schon ganz geil aus. Ah, es sieht sehr überladen aus, so vom Interface. Nicht vom Interface, von den Knöpfen her, meine ich. Es sind aber so viele Knöpfe an dem Ding dran. Es sieht so mega groß aus. Das tut doch bestimmt in den Händen weh, oder? Weiß ich nicht. Aber ich habe halt einen Gaming-PC. Ein ziemlich High-End-Gaming-PC, da brauche ich nicht noch so ein Handheld-PC quasi, wisst ihr? Aber wenn ich keine Switch haben sollte und kein Gaming-PC hätte, dann würde ich mir wahrscheinlich eine kaufen. Ein Steam Deck. Weil an sich finde ich das Konzept dahinter schon ganz cool. So. Weil das Ding spielt die Spiele schon ganz ordentlich ab, von dem, was ich gehört habe. So. Level 18 für Tenmaru. Wie sieht es eigentlich mit unserem FlaBB aus? Oh, okay, da lernen wir auch schon... Psystrahl hier. Ja, ich verlerne mal Kratzer, oder? Oder Jauler? Ich meine, ja komm, ganz ehrlich, Jauler bringt's echt nicht. Ich habe nichts gegen Status Attacken, aber das ist Quatsch. Bei einem Routiner. Ich kenne mich mit Gärten aus. Du dafür mit Pokémon. So. Gut, damit wäre auch der besiegt. Ein Netzball, yay! Gut, gut, gut. Damit hätten wir jetzt hier, glaube ich, auch alle Trainer schon besiegt, oder? Ich glaube, wir haben jetzt hier alle. Ah ne, der hier noch, oder? Du liebst dein Pokémon-Team, nicht wahr? Ich merke sowas gleich. Ja, gut, ich meine, das Kokuna, ne? Das brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber die anderen beiden sind schon ganz cool. So, Tenmaru, komm. Und dann gehen wir mal hier auf... Routena ist aber noch nicht Typ Psycho, ne? Glaub nicht. Deswegen ist da kein Step auf dem drauf. Auf dem Dingens. Psystrahl, wollte ich sagen. So. Ein Pikachu kommt als nächstes raus. Pika Pika. Und weg mit dem. Wisst ihr, Pikachu ist ein Pokémon, wo ich jetzt nicht so Probleme damit habe, dass es jede Generation eine neue Form bekommt. Weil es ist halt Pikachu, ist das Maskottchen. Natürlich kriegt das jede Generation eine neue Form. Das passt doch echt gut dazu. Also da habe ich jetzt nichts gegen. Weil einige tun immer so, oh, immer Pikachu. Aber natürlich ist doch das Maskottchen. Lass den doch. Weißt du nicht. Und wer seid ihr jetzt hier? Sag mal, ist dir das Pokémon FlaBB ein... Ich habe es im Team, Mann! Oh wow, du hast ja sogar eines bei dir. Dieses FlaBB gehört, halte dich fest, dem Pokémon-Typ Fee an. Das ist ein ganz neuer Typ, der erst seit kurzem unterschieden wird. Das bedeutet natürlich auch, dass... Alter, alles, was wir über Wechselwirkungen zwischen den Typen zu wissen geglaubten, auf den Kopf gestellt wurde. Deshalb haben wir auf Wunsch von Professor Platan Pokémon vom Typ Fee gegen Pokémon diverser anderer Typen antreten lassen. Ich heiße Sina, ein schöner Name für ein schönes Mädchen. Ich bin Dexio. Vor 2 Jahren hat mir Professor Platan ein Pokémon samt Pokédex anvertraut. Man könnte also sagen, ich bin in der gleichen Situation wie du. Nur, dass ich inzwischen schon ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt habe. Was sagst du? Soll ich dir den Weg zum Pokémon-Labor zeigen? Oh, das Pokémon-Labor vom Professor. Ich würde sagen, das schauen wir uns dann aber mal im nächsten Part von Pokémon X mal gemeinsam an. Vielen Dank fürs Zuschauen und im nächsten Part geht's dann ins Labor. Bis dann.